Eine unschöne Ecke mitten in der Stadt soll noch dieses Jahr verschwinden. Nach dem Entwicklungskonzept ist die rund 300 Quadratmeter große Fläche als Park geplant, der zum Sitzen und Verweilen einladen soll. Zu einer Bürgerversammlung waren allerdings nur etwa 30 Balver gekommen. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Speziell ist heute für Balve, für die Balver Innenstadt. Nach der Gesamtvorstellung des Innenstadtkonzeptes mit den einzelnen Projekten durch den Bürgermeister ging es dann speziell um die Fläche des ehemaligen Postamtes, das vor Jahren abgerissen wurde. Ein Ideenkonzept, was wir Ihnen heute hier vorstellen möchten. Und das ist jetzt hier die Hauptstraße Richtung Sparkasse und hier oben die Mellner Straße mit arme Sündergäßchen hier rüber. Und die Fläche hier in Rot, das ist also die eigentliche Parkfläche. Dann hier auch ebenfalls eine Hecke zur Abgrenzung zum bestehenden Grundstück und Parkplatz. Hier vor Grünfläche mit Gräser und Stauden, dann hier ein Sitzplatzbereich. Ob das jetzt so Bänke sind, so in Holz-Stahl-Kombination oder mit Armlehne, weil das wäre auch wieder eher seniorengerecht, dass dann eben noch die Armlehne zum Aufstehen eine Hilfe bieten kann, aber da kann man ja verschiedene Bänke da positionieren. Kritisiert wurde, dass es ein weiteres Grundstück gibt, das seit Jahren brach liegt. Wir machen uns natürlich Gedanken über Flächen, über die wir keine Luftrohre haben. Keine Frage, es ist uns allen Dorn im Auge seit 15 Jahren, das ist sicherlich allgemein bekannt, aber es ist nun mal Privateigentum. Das Stichwort Barrierefreiheit. Das ist also mal ein ganz wesentlicher Punkt bei der ganzen Förderung, dass das immer, ich sag mal, mit berücksichtigt werden soll. Weil die Barrierefreiheit betrifft ja nicht nur, ich sag mal, Senioren, die, ich sag mal, im klassischen Sinne mit dem Rollator unterwegs sind, sondern, ich sag mal, Barrierefreiheit betrifft, ich sag mal, alle Menschen, die jedenfalls ein Handicap haben. An dieser Stelle, dieser Park ist sicherlich vornehmlich, ich sag mal, als innenstädtischer Park, als Ruheraum gedacht, der natürlich offen ist, Sichtachsen, alles frei offen, damit es eben keine dunklen Ecken wird, so wie Herr Schaff das eben sagte. Ich denke auch mal so an Schützenfeste, sodass man hier sitzen kann. Ruhebereich auch für die Bewohner, Altenpflegeheim, das habe ich immer so mitgenommen, die in die Innenstadt gehen, die brauchen eine Ecke, wo sie Pause machen können, bevor sie dann weitergehen, morgen zu ihrem Gang zum Markant oder so. Aber hier steht jetzt Kultur. Wir haben natürlich auch darüber gesprochen, diese Freifläche, Skulptur bzw. Schrägstrich Spielgerät. Das ist jetzt eine Buchenecke, weht da hoch oder was Herr Schaf gerade sagte, was Dunkelgrün und das Helle wird ganz normal Rasenfläche. Ja, Gräser, Stauden. Mit dem Förderbescheid für dieses Projekt wird im Sommer diesen Jahres gerechnet, sodass die Auftragsvergabe im September stattfinden kann. Wenn also alles gut läuft, könnte eine unschöne Stelle in der Innenstadt schon am Ende des Jahres beseitigt sein.